Oh, ey, ich habe schon 103 gefühlt Versuche gemacht und ich kann mich nur ganz vorsichtig bewegen, weil ich habe Schiss, dass mein Ringlicht aufhört und mich verlässt und ach, anyway, hützmüddemütz. Heute soll es darum gehen, geht schon gut los, ums Newsletter erstellen. In 7 Schritten zum Newsletter. Hier neuer Hintergrund und neue Kamera. Wir können mal gucken. Ich bin in unserem Weltreisemobil. Also, wenn du den Podcast hörst, dann schau doch auch mal auf meinem YouTube-Kanal rein. Da kannst du so ein bisschen Weltreisemobil im Hintergrund sehen. Nichtsdestotrotz geht es jetzt ums Newsletter erstellen. Auf geht die wilde Fahrt. Moin zusammen und herzlich willkommen zum Content Marketing Podcast. Einmal auf die Ohren und auch einmal zum Zugucken bei YouTube. Ich weiß gar nicht, ob das so interessant ist, mich die ganze Zeit zu sehen, aber wenn du es gerne möchtest und zwischendurch blende ich auch mal ein paar Sachen ein, die du natürlich beim Hören nicht so mitkriegst. Also, ne, so für die Autofahrenden, Joggenden und SpaziergängerInnen und ach, was weiß ich, wo man alles Podcast hört. Dafür gibt es das auf die Ohren, auf den üblichen Plattformen, wie immer. Und wenn du möchtest, eben auch zum Zugucken bei YouTube. Und jetzt fangen wir an. Newsletter erstellen in 7 Schritten. Ich muss hier mal mein Skript aufmachen. Das funktioniert nicht ganz so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Ah, okay. Und auf geht die wilde Fahrt. So, damit wir ungefähr vom Gleichen sprechen. Was ist überhaupt ein Newsletter? Newsletter sind diese komischen E-Mails, die du von mir zum Beispiel auch 3 bis 5 Mal wöchentlich kriegst. Ja, so oft. Aber da ist natürlich auch immer eine Menge Mehrwert für dich drin. Oder es gibt Newsletter, die kennst du wahrscheinlich auch von irgendwelchen Firmen, wo Sales-Angebote drin sind mit ganz vielen Bildern und die auch so ein bisschen nervig sind manchmal. Vielleicht sind meine auch nervig, aber das müssen die Betrachtenden selber entscheiden. Worauf ich hinaus will, was ein Newsletter tut, ist einmal zu informieren über deine Produkte, über deine Angebote und natürlich auch über deinen neuen Content. Und eins kann ich dir vorab erzählen bzw. versprechen: Für Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen funktionieren ganz einfach gehaltene Newsletter super, denn tatsächlich wollen die Leute wissen, worum es bei dir geht, was du für neuen Content hast, was gerade passiert ist und. Und je einfacher das gehalten ist, also umso weniger es aussieht wie ein professioneller Newsletter, umso mehr wird es gelesen. Aber nur, wenn du ein kleines Unternehmen bist und solo selbstständig. Bei großen Unternehmen ist das schon wieder was anderes. Da müsste man einen Corporate Influencer, eine Corporate Influencerin haben, die dann auch wieder persönlich schreibt. Es geht darum, diesen persönlichen Bezug herzustellen und diese persönliche Ebene zu finden. Und die ist nun mal nicht mit ganz vielen tollen Styling-Sachen und, sondern so einfach wie möglich, wie so eine E-Mail, die du von deinem Freund oder von deiner Freundin bekommst. Zurück zum Thema. Hauptaufgabe von so einem Newsletter ist es, deine Abonnentinnen auf dem Laufenden zu halten, ihnen Mehrwert zu bieten und natürlich deine Angebote zu verkaufen. Alle Punkte sind meiner Meinung nach gleich wichtig. Und es ist eine großartige Möglichkeit, deine Community immer auf dem Laufenden zu halten. Und im besten Falle, wenn du eine Sommerpause machst, dann schreiben dir deine Lesenden, sag mal, wo bist du denn? Was ist denn passiert? Schreib mir doch mal wieder ein Newsletter. Ich blende dir auf YouTube hier jetzt einmal ein, wie solche Mails aussehen können. Denn ich habe in der Sommerpause solche Mails auch bekommen. Freue ich mich natürlich auch immer tierisch drüber. Bitte nicht aufhören damit. Ganz, ganz wichtig. So, kannst du auch, wenn du das Ganze hörst, auf meinem Blog nochmal nachlesen: www.anjanikerken.de/blog. Und da kannst du, wie gesagt, alles nochmal nachlesen. Und da habe ich dir diese eine beispielhafte E-Mail auch abgebildet. Übrigens, wenn dir das Ganze auf YouTube gefällt, abonniere doch den Kanal und aktiviere die Glocke. Kostet dich alles nichts. Dann bekommst du immer Bescheid und kannst immer meine neuesten Videos gucken. Wenn du das als Podcast hörst, mach das Ganze auch. Auch abonnieren, Glocke und was weiß ich. Ich weiß nicht, auf Spotify gibt es irgendwelche neuen Sachen, die ich noch nicht durchblickt habe. Aber alles abonnieren, alle Glocken und alles aktivieren. Und dann bekommst du regelmäßig meine Tipps. Meine Tipps, wollte ich das so sagen? Ja, ich glaube ja. So,
Das Beste an so einem Newsletter, kommen wir doch mal wieder zurück zum eigentlichen Thema, ist, dass du den Veröffentlichungszeitpunkt bestimmst und dass du deine Lesenden direkt erreichst. Nicht so wie auf Social Media, wo noch so Algorithmen davor geschaltet sind und wo die Musks und Zuckerbergs dieser Welt bestimmen, wann du deine Arbeit deiner Audience zeigen kannst und auch wem in deiner Audience. Das wollen wir nicht. Na klar, die Audience selber oder deine Lesenden bestimmen ja auch noch, will ich das sehen oder nicht. Das kommt ja auch noch dazu. Aber ich muss mir doch nicht so einen Zuckerberg oder so einen Musk noch mit vorschalten lassen. Das ist beim Newsletter eben nicht so. Schritt 2. Darum lohnt sich Newsletter, habe ich ja eben schon gesagt, ne? Direkte Kommunikation mit deiner Zielgruppe. Dein Newsletter landet direkt im Posteingang deiner Abonnentin. Das bedeutet, dass du sie eben ohne Umwege erreichst und direkt eine persönliche Beziehung zu deinen Lesenden, zu deiner Community aufbauen kannst. Keine lästigen Algorithmen von Social Media. Und ja, es kann natürlich sein, dass das Ganze nicht direkt geöffnet wird, aber du hast das ganze Algo-Gedöns eben nicht davor. Das nächste, was für ein Newsletter spricht, ist eine hohe Conversion Rate. E-Mail-Marketing, also Newsletter erstellen, hat im Vergleich zu anderen Marketingkanälen oft die höchste Conversion Rate. Was ist eine Conversion Rate? Das bedeutet, dass Menschen, die deinen Newsletter lesen, eher bereit sind zu handeln und auf deine Angebote zu klicken oder auf das, was du ihnen präsentierst, zum Beispiel einen Link zu deinem Blog oder deinem Newsletter-Kanal, YouTube-Kanal, wollte ich sagen. Weil durch diesen direkten Kontakt eben viel mehr Vertrauen entsteht. Und das ist der große Vorteil, den ein Newsletter dir bietet. Außerdem bist du unabhängig von Social-Media-Plattformen. Social-Media-Plattformen sind gemietetes Gelände. Das heißt, alle Menschen, die dir folgen, die kannst du nur mit Einzelnachrichten direkt kontaktieren. Aber dir gehört dieser Kontakt nicht. Wenn also die Social-Media-Plattform zumacht, sind alle deine Kontakte verloren. Das ist beim Newsletter nicht so. Mir ist es zum Beispiel mal passiert, dass ich mitten in einem wirklich großen Launch, den ich auch viel über Instagram auch gemacht habe, dass ich da gesperrt worden bin. Ich weiß nicht genau, weil ich, glaube ich, zu viel Werbung gemacht habe, die nicht markiert war. Was es war, weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall mitten in einem großen Launch bin ich gesperrt worden. Das heißt, ich konnte nichts mehr posten. Aber Gott sei Dank hatte ich schon meine Newsletter-Liste aufgebaut und Newsletter geschrieben und natürlich auch im Newsletter gelauncht. Und der Witz ist, dadurch, dass ich mich jetzt mehr auf den Newsletter konzentriert habe, hat dieser Launch besser funktioniert als der Launch davor, wo ich Social Media noch mit am Start hatte. Also, Social Media ist oftmals überschätzt. Das heißt nicht, mach es nicht. Aber mach auf jeden Fall ein Newsletter. Das ist wirklich, wirklich wichtig, weil, oder wenn es mal wieder einen Glitch gibt, ne, so gab ja vor, weiß ich nicht was, letztes Jahr, wo Facebook mal 2 Tage down war. Stell dir vor, das passiert mitten in deinem Launch. Das ist der Tod für deine Verkäufe. So. Außerdem kannst du langfristige Beziehungen aufbauen über deinen Newsletter. Na klar, weil du immer direkt im Postfach deiner Lesenden landest. Und wenn du ein bisschen persönlich schreibst, dann ist die Beziehung, die du aufbaust, genau wie im Podcast oder in einem YouTube-Kanal, echt Gold wert und viel persönlicher als über Social Media. Weil über Social Media sehen die Leute natürlich auch ganz viele andere Sachen. In einem Newsletter, klar, das Newsletter-Postfach ist auch voll, aber wenn sie draufklicken, sind sie bei dir und nirgendwo mehr anders. Der nächste Vorteil ist, dass du gezielt ansprechen kannst. Du kannst deine Zielgruppe entsprechend segmentieren und dann wirklich genau sie ansprechen. Also das heißt, du hast nicht mehr so viele Leute drumherum, die nicht so genau deiner Zielgruppe entsprechen. Weil die Leute, die das nicht tun, die melden sich ab. Da denkt man zuerst immer so, nein, ich will aber gar nicht, dass sich die Leute abmelden. Doch, willst du, weil du möchtest nur die Leute ansprechen, die auch wirklich an deinem Angebot interessiert sind. Deswegen freu dich, wenn sich Leute abmelden. Natürlich sollten sie immer mehr Leute anmelden als abmelden. Das ist natürlich ein Ziel. Klar, keine Frage. Schritt Nummer 3. Keine Angst vor der Technik. Newsletter erstellen ist viel, viel einfacher, als du denkst. Man denkt immer so, oh nein, ich bin überhaupt kein Technik-Nerd. War ich auch nicht, aber es ist wirklich nicht schwierig. Es gibt wirklich gute E-Mail-Marketing-Tools, Plattformen, die dir das alles erleichtern. Das sind so Plattformen
wie Mailchimp oder ich zum Beispiel nutze ActiveCampaign, habe ich dir hier unterm Video bzw. in den Shownotes auch verlinkt. Richtig gute Plattformen und die haben super Erklärungen, super Vorlagen, super Automatisierungstools, wo du wirklich nicht so viel wissen muss. Klar, am Anfang ist das nervig. Ich habe dann auch zwischendurch mal geflucht. Überhaupt keine Frage. Aber es gibt Bomben-Tutorials für diese ganzen großen Plattformen. Sendinblue ist auch noch eine Plattform. Und ach, was weiß ich. Also es gibt ganz viele große Plattformen, die alle sehr gute Tutorials haben, sowohl als Blog, weil, also ich lese immer gerne eine Blog-Anleitung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Viele gucken auch gerne eine Videoanleitung und es gibt es auf allen großen Plattformen. Und du brauchst auch keine Panik vor rechtlichen Fragen zu haben. So DSGVO zum Beispiel. Das bieten auch alle großen Plattformen an. Google einmal DSGVO, was es ist. Da hast du dieses sogenannte Double Opt-in. Wirst du auch schon gesehen oder vielleicht auch schon einmal durchlaufen haben. Also du klickst irgendwo drauf, dann kriegst du nochmal eine E-Mail, die sagt, ach, wolltest du diese E-Mail wirklich haben? Willst du wirklich diesen Newsletter bestellen? Und da klickst du nochmal drauf. Das ist rechtlich vorgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob in der EU oder nur in Deutschland, aber ich glaube in der EU, Achtung, ne, keine rechtliche Beratung hier bei mir. Aber die Plattformen bieten das alle an. Selbst die amerikanischen Anbieter oder ausländische Anbieter sind darauf eingestellt, weil in der EU bzw. in Deutschland ist es halt Vorschrift. Und das ist auch sehr einfach einzustellen. Na, was heißt sehr einfach? Also ein bisschen Fluchen gehört schon dazu, aber wie gesagt, ich bin auch kein Technik-Nerd. Ich gehöre so zu den Leuten, ähnlich wie beim Autofahren. Ne? So Motorhaube auf, okay, Motor ist drin, Motorhaube zu und Hauptsache die Karre fährt dann. Wie man sie startet und wie man so eine Kupplung bedient, das weiß ich, aber was da alles hinterhängt, ist mir eigentlich auch egal. Hauptsache es läuft. Und so funktioniert es am Ende mit den ganzen großen E-Mail-Plattformen auch. Man muss sich ein bisschen reinfuchsen, man muss fahren lernen, aber dann geht das. Schritt Nummer 4, die Vorarbeit, Strategie und Ziele definieren. Achtung, ganz, ganz wichtig, denn alles, was du an Vorarbeit richtig gut leistest, fällt dir nachher nicht auf die Füße. Zum einen musst du dich fragen oder solltest du dich fragen, von wo kommen die Leute zu dir? Also Customer Journey ist da ein Stichwort, auf das du achten solltest. Von wo kommen sie, wie gelangen sie in deinen Newsletter und wo werden sie am Ende kaufen? Also wo in dieser Customer Journey ist dein Newsletter platziert? Das solltest du am Anfang planen. Folgende Schritte helfen dir noch dabei. Die Zielgruppe definieren. Es ist eines meiner Lieblingsthemen, ich erzähle es immer wieder. Definiere deine Zielgruppe. Wer sind die Leute, mit denen du arbeiten möchtest? Oder lass es mich anders formulieren, wer sind deine LieblingskundInnen? Welche sind die KundInnen, mit denen du am liebsten arbeitest? Und auf die schneidest du deinen Newsletter zu. Dazu musst du natürlich eine entsprechende Zielgruppenanalyse machen. Ich verlinke dir den Link zu meiner Zielgruppenanalyse unter dem YouTube-Video beziehungsweise im Podcast findest du in den Shownotes einen Link zu allen meinen Tools, die du dir kostenfrei runterladen kannst. Da ist auch die Zielgruppenanalyse mit dabei. Das machen wir bei YouTube übrigens genauso. So, Ziele festlegen. Was möchtest du erreichen? Willst du Traffic auf deine Webseite schicken? Oder möchtest du dann mehr Verkäufe generieren? Oder möchtest du deine Marke stärken? Setze dir klare, messbare Ziele. Das ist wirklich wichtig. Wie du deinen Newsletter auswertest, dazu kommen wir gleich noch. Plane deine Inhalte. Also ich plane nicht so doll vor mittlerweile, aber ich habe zum Beispiel meine Jahresziele, meine Halbjahresziele und meine vierteljährlichen Ziele. Und dadurch, dass ich diese Ziele weiß, weiß ich natürlich auch, worauf ich mit meinem Newsletter rausarbeiten muss. Sprich, plane, was du dir an Zielen in deinem Business gesetzt hast und dann kannst du deinen Newsletter darauf abstellen. Du kannst auf Blogartikel hinweisen, du kannst Anleitungen geben, du kannst Angebote promoten von dir, du kannst direkt verkaufen, Event-Einladungen. Es können einfach nur Gedanken sein, die du teilen möchtest. Wichtig ist, dass es für deine Newsletter-Homies relevant ist. Und hüte dich vor so Blablas, dass deine Homies schon 100.000-fach gelesen haben. Das wird langweilig auf Dauer und ist eben auch generisch.
Ne? Und so, wenn andere das auch machen, dann läufst du Gefahr, dass dein Newsletter langweilig wird. Natürlich sind alle Tipps irgendwo am Ende ähnlich aus deiner Branche, aber pack immer eine Prise Persönlichkeit mit da rein und dann funktioniert das ganz gut. Leg eine Versandhäufigkeit fest. Das solltest du auch dir am Anfang überlegen. Will ich einmal die Woche schreiben, alle zwei Wochen oder einmal im Monat? Also einmal im Monat ist schon sehr selten. Ich empfehle, einmal wöchentlich tatsächlich zu schreiben. Und viele denken dann so, oh nein, das kriege ich, also ich weiß gar nicht, was ich dann schreiben soll. Wenn du einmal pro Woche bloggst, weise auf deinen Blog hin. Hier ist mein neuer Blogartikel, erzähl da noch eine kleine Geschichte zu, fertig ist die Laube. Und schon hast du dein Newsletter am Ende fertig. Wenn du nur alle zwei Wochen bloggst, dann musst du dazwischen noch einen Newsletter schreiben, vielleicht etwas, was du erlebt hast, ein Erlebnis, was gerade für dich ja virulent ist, und dann kannst du den Bogen zu einem deiner Inhalte zum Beispiel spannen. Schritt Nummer 5, den ersten Newsletter schreiben. Das ist einfacher, als man denkt. Wichtig ist, dass du so ein paar Punkte beherzigst. Beispielsweise die Betreffzeile. Die Betreffzeile hat nur eine einzige Aufgabe: neugierig machen. Es geht nicht darum, den Newsletter zusammenzufassen oder sonst irgendwas. Nur neugierig machen. Die Betreffzeile macht, dass geklickt wird. Und das ist wirklich wichtig, weil ansonsten kannst du dir den Newsletter sparen. Wenn nicht geklickt wird und er nicht gelesen wird, deswegen verschwende die meiste Zeit auf die Betreffzeile. Personalisiere deinen Newsletter. Es gibt welche, die machen das nicht. Ich würde immer empfehlen, den Newsletter zu personalisieren. Auch das kann man in diesen Plattformen, mit diesen Newsletter-Plattformen ganz einfach machen. Ganz einfache Tutorials gibt es dazu. Ganz einfach zu erledigen. So, dann, was haben wir noch? Ein klarer Aufbau. Newsletter sollte immer gut strukturiert sein. Aber bitte nicht Einleitung, Hauptteil, Call to Action. Mega langweilig. Schreib eine Story, schreib irgendwas, was du gerade selber erlebt hast oder eine Story, die du gehört hast. Und dann leitest du über zu deinem Hauptteil. Der Hauptteil ist natürlich dein Angebot oder darauf, worauf du hinaus willst. Zum Beispiel guck dir meinen neuesten Blogartikel an. Und dann gibt es eben den Call to Action. Das war's im Grunde genommen schon. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Halt deinen Newsletter nicht zu lang, weil so 10 Seiten liest keiner. Das ist ein Blogartikel, das ist kein Newsletter. Kann man machen. Es gibt auch Newsletter, die so strukturiert sind. Vielleicht probierst du es aus. Liegt natürlich auch ein bisschen an deiner Zielgruppe. Aber ich habe festgestellt, so ein Mittelweg. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Ganz am Anfang habe ich sehr kurz, fällt mir gerade ein, habe ich sehr kurze Newsletter geschrieben. Da habe ich nur geschrieben so, hey, es gibt einen neuen Blogartikel, darum geht's. Tschüss. Da hast du ihn. Auch das funktioniert. Ausprobieren. Meiner ist nicht zu lang und nicht zu kurz. Probiere es bei dir aus und starte vielleicht erstmal mit einem mittellangen und dann kannst du zwischendurch mal einen ganz langen reinpacken oder mal einen ganz kurzen. Und wenn die gut performen, mach es so. Und deswegen nicht vergessen, Schritt 6, Newsletter auswerten. Das vergessen die meisten. Denn auswerten ist immer so eine Sache. Oft ist es so, dass die Leute nicht genau wissen, welche Zahlen sollen wir uns denn angucken und ne, so, dann mache ich das lieber nicht und dann habe ich nachher das Gefühl, ah, der Newsletter bringt aber nichts, macht ja keiner auf, keiner öffnet die Dinger. Jetzt gucken wir uns die wichtigsten Parameter an. Erstens, die Öffnungsrate. Die Öffnungsrate zeigt dir, wie viele AbonnentInnen deinen Newsletter geöffnet haben. Was sagt dir die Öffnungsrate? Die Öffnungsrate sagt dir, ob deine Betreffzeile gut funktioniert hat oder nicht. Du kannst es zum Beispiel mal so machen, wenn du eine schlechte Öffnungsrate hast, aber du denkst, dein Newsletter ist richtig gut. Schreib ihn nochmal, schick ihn nochmal mit einer neuen Betreffzeile. Dann musst du an der Betreffzeile was machen. Dann gibt es die Klickrate. Die Klickrate zeigt dir, wie viele EmpfängerInnen auf den Link in deiner E-Mail geklickt haben. Das ist ein guter Indikator, wie relevant das Ganze ist. Achtung, da sind die Raten, also die Klickraten, ne, die liegen so bei 1-3%. Richtig gute liegen drüber. Das ist völlig normal. Das sind völlig normale Raten. Gute Öffnungsraten liegen bei 20%. Du solltest so auf 20% rauslaufen. Wenn du richtig gut bist, also so meine besten sind so zwischen 50% und 60%. Aber ich habe auch Klickraten, die liegen so bei 35%. Ne, so, aber wenn du auf 20% Klickrate kommst, bist du gut.
Entschuldigung, nicht Klickrate. Wenn du auf 20% Öffnungsrate kommst, entschuldige bitte, das habe ich verwechselt. Öffnungsrate, wenn du bei 20% bist, bist du gut. Die Klickrate, also wer auf deinen Link klickt, die wiederum liegt bei 2-3%. Das ist wichtig, ne? So dass du da nicht denkst, so, ja, ach Gott, also so, ne, ich habe eine Klickrate von 5%, das ist ja nichts. Ey, freu dich, das ist super. Klickrate 5%, yay, alles richtig gemacht. Okay? So. Dann gibt es die Abmelderate. Die Abmelderate zeigt dir, wie viele AbonnentInnen sich abgemeldet haben. Klar. Und bei den ganzen Tools kannst du das auch einzeln sehen. Also du kannst einzeln sehen, wie viele AbonnentInnen sich bei diesem einen Newsletter abgemeldet haben. Bei mir liegt das pro Newsletter immer so bei 3-4 Abmeldungen pro Newsletter. Wichtig ist natürlich, dass immer mehr reinkommen. Wenn ich jeden Tag schreibe, wenn ich 3-4 Abmeldungen pro Tag habe und 10 neue reinkommen, ist das völlig in Ordnung, weil mein Newsletter dann auch immer noch wächst. Nur, dass du Bescheid weißt. Die Abmelderaten, wenn du ein Angebot pitcht, also wenn du verkaufst, liegen höher. Da kann es auch schon mal in den zweistelligen Bereich gehen. Das ist auch normal, weil dann sind nämlich die ganzen Gratis-Abgreiflinge sind dann raus, weil die haben gar keinen Bock darauf. Die denken, nee, ich will hier nur Content abgreifen, aber kaufen will ich bei dir nicht. Freu dich, die würden sowieso nicht bei dir kaufen. Wichtig zu wissen. So, und jetzt kommen wir zu Schritt 7 und das ist der wichtigste Schritt beim Newsletter-Schreiben. Tu es. Setze es um. Wissen ist nur der Trostpreis. Tun ist der Jackpot. Du musst dein Wissen auch auf die Straße bringen. Starte noch heute und erstell deinen Newsletter. Denk dran, der erste Schritt ist immer der schwierigste, aber sobald du angefangen hast, wird es von Mal zu Mal einfacher. Geh auch auf meinen Blog www.anjaniekerken.de/blog. Da gibt es noch 2-3 Artikel rund ums Newsletter-Schreiben und auch richtig gute Vorlagen. Ich habe 7 Newsletter-Vorlagen, die bei mir sehr gut performt haben, einmal rausgepickt und die kannst du dir einmal angucken, downloaden und die vielleicht ein bisschen als Vorlage nehmen und dich daran langhangeln. So, das war's von mir für heute. Das war der Content Marketing Podcast, auch als YouTube-Video, einmal nur als Audio auf die Ohren. Und wie gesagt, es gibt es auch als Blog nochmal zum Nachlesen, wenn du das Ganze abarbeiten möchtest. Ich habe nämlich festgestellt, habe ich ja eben schon gesagt, ne, so ich bin so eine Anleitungsmaus. Ich gehe immer lieber das schriftlich durch. Von daher hast du jetzt alle 3 Kanäle, hören, sehen und lesen für diesen Inhalt. Ich weiß nicht, was dich jetzt noch aufhalten kann. Tu es. Auf geht die wilde Fahrt. Ach so, genau. Und abonnier diesen Kanal. Egal, wo, wie du das siehst oder hörst, ne? Abonnieren, auf die Glocke drücken und dann bekommst du nächste Woche wieder neue Inhalte. Ob ich das bei YouTube schaffe, das weiß ich noch nicht, aber der Podcast, der kommt jetzt wieder wöchentlich. Alright. Das war's von mir für heute. Das war der Content Marketing Podcast aus. Wo ist er? Hier. Hallo? Ah, hier ist er. Aus dem Weltreisemobil. Das kannst du jetzt natürlich nicht sehen. Ich habe mich jetzt so ein bisschen einmal hin und her bewegt und ich habe so eine tolle neue Kamera, die sich mitbewegt. Die muss ich auch nochmal richtig ausprobieren, aber ich glaube, das hat alles geklappt. Oh, ich laber mir einen Ast, oder? Ich bin raus für heute. Mein Name ist Anja Niekerken, das war der Content Marketing Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.